Tut mir leid, Schätzelein. Vom Festland, Tantchen Amanda Kerning möchte auch noch was. Golroval. Vor einiger Zeit ist eine Gruppe Jäger in den Hügeln hinauf und seitdem verschwunden. Meine Nichte ist auch da oben und normalerweise ist sie nie so lange weg. Sie wollte Richtung Golkoval. Okay, findet Rebecca. Auch faule Ernten wachsen nach. Und jetzt seht ihr schon, jetzt teilt sich hier die Storyline. Also ich kann jetzt hier nach Golkoval in dieses Schneegebiet oder kann einen kleinen Umweg die Hauptstory hier oben weitermachen. Dann geht es hier auch auf die andere Seite der Berge, habt ihr ja gerade eben gehört. Also jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, hier scheinen wir jetzt erstmal was erledigen zu können, weil wenn wir hier auf der anderen Seite sind, geht die Map weiter auf und hier ist die Map schon offen. Hier waren wir aber noch nicht. Also, ja, wir machen erstmal Golkoval, also die Nebenstory. Und hier seht ihr 3 von 10 durch erstmal. So, dann geht es jetzt mal Richtung Süden wieder. Und der Mystic Lelek fragt, warum ich so viel Damage bekomme. Ja, ich gehe davon aus, dass ich einfach von der Gegenstandsstufe im Moment zu low bin. Seitdem es auf 120 umgeschaltet ist, sind die Mobs ein bisschen schwerer geworden. Bis 119 hatte ich eigentlich gar kein Problem. Aber seit 120 ist, bin ich halt im Max-Level. Jetzt sind die Mobs halt im Max-Level. Und meine Gegenstände gehen nicht höher, weil ich halt irgendwie noch in der Questphase bin und nicht in die Dungeons gehe. Das heißt, wenn ich jetzt in die Dungeon gehen würde, also hier diese ganzen, Moment, spezifischen Dungeons, ja, diese ganzen hier, die ganzen 120er, sind ja jetzt hier auch dann 8 Stück. Davon habe ich bis jetzt erst 2 Stück gemacht. Und ihr seht, die besseren Dungeons, also hier diese, die brauchen schon eine Itemstufe von 325. Eine Itemstufe, 325. Ich habe im Moment 291. Bedeutet, ich muss erstmal eigentlich meine Rüstung verbessern jetzt, in diesen ganzen Dungeons durchlaufen. Dann habe ich bessere Itemstufe und dann darf ich hier die heroischen Dungeons. Da kriege ich dann wieder eine höhere Itemstufe. Und dementsprechend werden dann die Mobs hier auch total billig und einfach. Das Problem ist, jetzt bin ich halt wirklich in so einer Phase, alles ist schon auf Maximum, Nogarian war noch nicht in den Dungeons drin. Also ist noch nicht auf den vernünftigen Items. Ne? Ist hier auf 274. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich denn auf 291? Ausgerüstet 274. Wie geht das denn? Moment, ich glaube, ich habe im Inventar dann doch irgendwas, was ich hätte anziehen können. Ne, eigentlich habe ich nichts, was... was jetzt besser wäre. 200, doch hier. Nee, ist auch schlechter. 325, ein Streitkolben. Dieser Streitkolben wäre natürlich jetzt cool, wenn ich den anziehen könnte. Das Problem ist, ich kann keinen Streitkolben tragen. Ich glaube, den habe ich aus dem Dungeon bekommen. Ist natürlich doof, wenn man so ein hohes Item-Level, also so ein viel besseres Item bekommt, was man nicht anziehen kann. So. Das Herz von Azeroth ist als einziges auf 312. Also ich bin im Moment under-equipped, würde ich mal so sagen. Unterausgestattet von den Sachen her, die ich anhab. Die sind alle zu schwach, die sind alle zu schlecht. Ja, und jedes Item, was ich kriege, ist auch noch schlecht, weil du siehst ja, ich bin in der Levelphase. Sage ich ja die ganze Zeit, immer wenn eine Quest eine Belohnung gibt, ist es meistens eine schrottigere Belohnung, als die ich schon anhab. Also ich müsste was an meinen Items tun. Ich müsste durch Dungeons laufen. Aber im Moment queste ich. So, hallo Hermann. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ist das klar, was ich jetzt erklärt habe? Oder hat jemand noch Fragen? Wenn nicht jeder versteht das vielleicht. Es liegt ja immer so ein bisschen dran, was ist man geskillt? Wie ist man ausgerüstet? Oder ist man im richtigen Gebiet? Oder beherrscht man seinen Char gar nicht? Das kann ja auch noch passieren. Oh, guck mal, hier. Gegnerischer Blutelf von der Horde. Die bösen Hortler sind auch hier. Soll ich dem Hortler das klauen? Ich meine, es soll den Spieler verärgern? Das wäre gemein, oder? Wenn der jetzt nicht da dran geht, hebe ich sie auf. Hat noch genau 3 Sekunden. 1, 2, selber schuld, dann nehme ich sie mir.
Ja, Kriegsressourcen, die brauche ich für Missionen. Sehr nice. So, gucken wir doch mal, was Golkoval ist. Also geradeaus jetzt irgendwie den Berg da hoch. Es wird auf jeden Fall kälter. Da liegt Schnee. Ja, und Spinnen sind hier auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Noch mehr Spinnen. Aha, da steht... Ja, da steht Rebecca. Das ist die Tochter von der Dame, die uns hier beauftragt hat. Ich habe aber jetzt... Ne, doch nicht. So. Kümmert ihr euch um eure... Meine Tante hat euch geschickt. Oh, das Licht segne die Frau. Möge die See den Zirkel holen. Ah, jetzt reden die auch schon vom Zirkel. Ich wusste bis jetzt gar nicht, wer der Zirkel ist. So, Rettung, Festländer, einen Augenblick. Ich könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Ich war mit meinem Trupp auf der Jagd in den Ruinen von Golkoval, als die Steine begannen, uns anzugreifen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Waldläuferin Wohns hat Herzog und mich ausgeschickt, um medizinische Vorräte für unsere Verletzten zu beschaffen. Bringt die Vorräte zum Waldläufer. Okay. Auch faule Ernten wachsen nach. So, also. Jetzt geht's wieder ein bisschen näher ran. Steine haben angegriffen. So, hast soweit gut erklärt. Ziemlich unübersichtlich das Inventar. Naja, ich habe halt sehr viel Schrott im Inventar. Kann ich auch kurz was zu erklären. Inventar ist eigentlich ganz gut machbar hier. Ich muss nur mal ganz kurz dahin. So, Moment. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, da ist irgendwas umgefallen bei mir. Eine kurze Pause. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja genau, zum Inventar, also nochmal ganz kurz. Es ist so, man kann die einzelnen Taschen so einstellen, was da rein soll. Am Anfang hat man ganz kleine Taschen, dann kriegt man immer neue, kann die immer größer hier reinpacken. Und dann kann man sagen, okay, in die Tasche soll jetzt zum Beispiel nur Ausrüstung rein, also nur Items, die man anziehen kann oder... nur Heiltränke und sowas oder gar nicht sortieren, und dann sortiert er automatisch das da rein, was da rein soll. Ich weiß also schon, was in meinen Taschen wo drin ist. Ihr seht ja, hier habe ich sogar auch 4 Items, die noch Quests geben. Das sind meistens PvP-Quests oder so. Das hier ist halt die Startertasche und dann holt man sich immer mehr. Und müsste echt mal einiges da rausnehmen, weil vieles benutze ich gar nicht mehr davon. Ne? Das hier ist uraltes Essen für Stufe 101. Ja, das nutzt kein Mensch mehr. Ja, kann man zwischendurch zwar immer noch essen, um sich zu recken, aber ist totaler Quatsch mittlerweile. Also ich müsste einfach mal aufräumen bei mir. Hier, das ist alles Schrott. Das hier ist alles Ausrüstung, die Schrott ist. Das hier ist alles Kräuterkram für Alchemie. Also ich weiß schon so das meiste, was es ist. Aber ich räume halt nie auf. Wie bei Elder Scrolls Online. Und wie im Real Life. So, jetzt kriegen die erstmal hier ihre Notration. Vom Festland. Rebecca hat euch geschickt. Gutes Mädchen. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Und es gibt 2 Folgequests. Waldläufer retten. Wir können uns diese Monster so gerade ebenso vom Leib halten, ohne die Dornsprecher. Rette 10 verletzte Dornsprecher. Okay, Waldläufer. Auch hier wieder keine bessere Belohnung. Aber weil es halt immer Folgequests sind, muss man sie halt irgendwie erledigen.
Dann verknöchert, als ob diese lebenden Felsen nicht schon schlimm genug wären, besiegt 8 rachsüchtige Knochen. Möge die See den Zirkel holen. Okay. In welche Angelegenheit kommt ihr zu mir? Dann noch zerstört die uralte Menhire. Mein Mentor hat die Aktivierung uralter Kräfte hier bemerkt. Wir sind hierher gekommen, um sie aufzuhalten. Vernichtet diese Menhire, damit sich das Leben hier wieder normalisieren kann. Also hier diese ganzen Zombies scheinen wegen irgendwelchen Steinen aktiviert worden zu sein. Und die Drustkonstrukte werden aus dem Land geformt. Aber das Herz dieser Konstrukte besteht aus einem Runenmachtkern. Sammelt Runenmachtkerne von erweckten Wächtern. Lasst euch nicht mit Hexen ein. So, also das scheinen auch hier die Hexen schuld zu sein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Gebiet doch mal in Ruhe an. Boah, das sind wieder viele Sachen zu erledigen. Rachsüchtige Knochen. Machen wir den ersten mal platt. Und der Hermann fragt, spielst du auch manchmal Star Trek Online? Ja, dazu kann ich kurz erklären. Ich habe in der Familie im Moment einen Krankheitsfall. Ich muss also immer mal wieder vom Rechner weg. Ich muss immer mal wieder gucken, was so bei uns gerade los ist, weil diese Krankheit verwirrt den Menschen. Und deshalb kann es immer sein, dass der gerade Quatsch macht, Wasser überlaufen lässt, wegläuft, ja, alles Mögliche, was man sich so vorstellt, was sonst so Kinder machen. Und deshalb muss ich eigentlich sehr viel hier unter Kontrolle halten, kann also nicht lange vor dem Computer sitzen. Das ist eine ziemlich beschissene Krankheit, weil sie ist nicht heilbar. Die wird eigentlich immer schlimmer. Liegt auch ein bisschen am Alter. So, deshalb bin ich auch in den letzten Monaten mehr am Streamen als am Let's Playen. Also meine Let's Plays waren immer geschnitten, waren immer sehr schön regiemäßig aufbereitet. Meine alten Let's Plays, da habe ich wirklich nur die wichtigsten Questteile immer gezeigt. Das mache ich mittlerweile nur noch bei Herr der Ringe Online, weil ich keine Zeit mehr habe zu schneiden. Ich kann einfach nur mal 1-2 Stunden spielen und dann reicht es auch für den Tag. Das liegt einfach an meinem Real Life im Moment, dass ich ein bisschen anders spiele, als ich früher gespielt habe. Und früher habe ich auch 3-mal die Woche oder sogar manchmal 4-mal die Woche gespielt, gestreamt und auch Let's Plays gemacht. Da kamen 2 Videos am Tag online und so weiter und so fort. Und da hatte ich auch Zeit, um Star Trek Online und andere Spiele zu spielen. Diese Zeit habe ich leider nicht mehr. Ich will sehr gerne Star Trek Online spielen, weil da gibt es ganz neue Discovery-Sachen von dieser neuen Serie, neue Level, neue Missionen. Ich möchte sehr gerne Star Trek The Old Republic, Star Wars The Old Republic spielen. Auch da sind ganz viele Story-Kapitel drin. Aber ich finde die Zeit nicht mehr. Ich finde nur noch die Zeit für Elder Scrolls und WoW. Und da auch nur 3-4 Stündchen in der Woche. Solch eine Macht hatten wir nicht erwartet. Seid vorsichtig, Festländer. Ihr seht, ich muss jetzt hier ziemlich viel nebenbei machen. Darum kann ich das euch einfach mal zwischendurch erklären. Weil das jetzt einfach nur alles abarbeiten ist gerade hier. Ja, und deshalb ist es einfach so, ich würde gerne Star Trek wieder spielen, weil ich freue mich echt auf die Discovery-Stories dort. Aber im Moment versuche ich WoW durchzukriegen. Nicht nächste Woche, in 2 Wochen kommt L2er in Elder Scrolls Online. Da muss ich da auch wieder sehr viel spielen. Ja, da muss ich die ganze neue Zone durchspielen. Von daher muss Star Trek leider auf mich warten. Kannst aber gerne Abonnent bleiben. Also, früher oder später wird irgendwann mal wieder dastehen, Star Trek Online Stream bei mir. Und dann werde ich dort die hochleveligen Story spielen. Ich bin da ja schon Endlevel, also Oberflottenadmiral oder wie das da so heißt. Und habe eigentlich alle Stories durch, außer die neuen Sachen. Also die Discovery-Sachen, dann die Sachen, die irgendwann mal vor 1-2 Jahren reingekommen sind, von der Klassik-Serie mal die ersten Missionen, wo man dann auch ein klassisches Raumschiff von den ersten Star Trek-Serien hat. Aber sonst bin ich da schon relativ weit durch. Dann macht es auch immer wieder Spaß, immer mit dem Raumschiff durchs Weltall, dann wieder auf irgendeinem Planeten, dann wieder in irgendein anderes Raumschiff, dann wieder
zu irgendeiner Raumstation und so weiter. Das ist total geil gemacht, immer Romulaner und Vulkanier und so. Aber, ja, was soll ich machen? Die Zeit, die Zeit. So, Hermann sagt noch, was ich bei diesem Spiel nicht verstehe, ist das Bezahlen. Muss man da einmal einen Preis zahlen oder muss man da immer Gebühren zahlen? Bei welchem Spiel meinst du jetzt? Meinst du jetzt WoW oder Star Trek Online? Das sind zwei unterschiedliche Modelle. Ich kann es dir dann erklären für das Spiel, was du meinst. Wo du gerade L2 erwähnt hast, empfiehlst du es zum Vorbestellen? Also der Vorbestellerbonus für L2 ist total uninteressant. Also wenn du schon so einen schwarzen Senshi-Tiger hast, der auch so blau leuchtet, wie ich das habe, braucht man das Pferd nicht. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man es schon ein, zwei Wochen vorher hat und dann das Pferd dabei hat. Also es kostet ja nicht mehr, nur weil man es vorbestellt. Die Frage ist eher, lohnt sich die Collectors Edition oder nicht? Also von daher, also vorbestellen würde ich auf jeden Fall, weil es ist wieder eine super Story, es ist wieder ein super Gebiet. Es ist wieder viel zu tun, man gibt nicht umsonst Geld aus. Also lohnen das Kapitel an sich, tut es sich. Ja, und ich bin dann halt der Typ, der sagt, vorbestellen, die Vorbestellerbonis mitnehmen, auch wenn sie vielleicht Schwachsinn sind oder nicht so toll sind. So, Hermann meint WoW. Okay, wunderbar. Dann ist es so. Also, WoW ist ein Spiel, das muss man einmal kaufen. Das kostet mittlerweile, ja, ich glaube, 29,95 oder irgendwie 39,95. Hier das Battle for Azeroth. Das neueste kauft man sich. Und hat dann, soweit ich weiß, alles. Oder man spielt einfach mal die Starter-Edition. Die kostet nix. Da kannst du bis Level 20 erstmal spielen. So. Ab dem Punkt, wenn du dann mehr als Level 20 spielen möchtest und mehr ausprobieren willst, musst du ein Abo abschließen. Also zwingend erforderlich, ein Abo zu haben. Ist ein Abo-Spiel. Ist kein Free-to-Play-Spiel. Dann hast du ein Abo. Und dann kannst du die Inhalte spielen, die du dann erworben hast einmalig. Die Expansions, also die Erweiterung, die muss man sich immer wieder neu holen. So, was ist das hier? Hier komme ich nicht an die Truhe dran. Doch, oder? Nee. Ist ja faszinierend. Die Truhe ist geschützt. Wie geht das denn? Oder? Tatsache. Ich komme da nicht dran. Das ist ja mal interessant. Ah. Ah, ich muss die richtigen Runen drücken. Die habe ich jetzt gedrückt. Jetzt muss ich die da, glaube ich, drücken. Ja. Moment. Wo ist die nächste? Die letzte ist das N. Da müsste jetzt die da dran sein. Und dann die N. Und? Jawohl. Ein ich kann nicht mehr tragen. Kleines Rätsel und ein Drustel-Seelenfänger. Was ist das denn für ein Ding? Moment, ich muss mal Schrott wegwerfen hier. So. Aktiviert den Seelenfänger und ermöglicht es dem Träger mit 20% Gesundheit und Mana wiederbelebt zu werden. Kann nur in Kultiras oder Sandala verwendet werden. What? Wiederbelebt zu werden? Das hört sich ja mal interessant an. Was ist das denn für ein Ding? Ich packe das jetzt einfach mal hier rein irgendwo. So, 20 Stück habe ich davon. Sind das hier 20 Wiederbelebungen, die ich habe? What? Das wäre ja mal cool, wenn man jetzt an der Stelle, wo man stirbt, wiederbelebt werden kann. Das würde mich freuen. So, genau. Und dann kann man dann über Abo hier spielen. So, Abo kostet wie in vielen anderen Spielen so um die 13 Euro. 13, 14, 12 Euro so rum. Je nachdem. Und das Einzige, was hier anders ist, ihr könnt hier eine WoW-Marke mit Ingame-Gold kaufen. Diese WoW-Marke gibt euch 30 Tage Spielzeit. Bedeutet, ihr schließt mit dieser WoW-Marke ein Abo ab, müsst dafür aber viel Gold hier im Spiel haben. Ich
zeige euch jetzt gleich mal, was die im Moment kostet. Die könnte ich mir jetzt auch zum Beispiel dann holen, um die nächsten 30 Tage Abo zu haben. Ich danke euch. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. So, da haben wir so eine Schriftrolle. Was kann die? Wirkt einen zufälligen Hexzauber auf das Ziel. Versuchen wir es mal. Ah, das war ja mal gar nichts. So, hier sind ganz viele Sachen, die wir jetzt gerade erledigen müssen. Also, man kauft per Inseln Gold die WoW-Marke oder kauft per Euro die WoW-Marke und verkauft die im Spiel für Ingame Gold. Also ganz crazy. Ihr könnt also mit Echtgeld Ingame Gold kaufen. Dadurch, dass ihr euch die WoW-Marke kauft. Ist halt so ein bisschen der Weg, um die Goldseller hier nicht zu motivieren, sondern um denen das Geschäft abzugraben. Dass die Goldseller hier halt nicht mehr verkaufen. Weil man kann jetzt selber für Euros sich Gold im Spiel holen. Nämlich indem man die WoW-Marke verkauft. Aber ich will die WoW-Marke kaufen für Ingame-Gold. Also dadurch ist so eine kleine Ökonomie hier entstanden. So eine kleine, ja. Die reichen Leute holen sich das Ingame-Gold per Euro und die armen Leute holen sich per Ingame-Gold die Abo-Zeit. Ich bin nämlich eine arme Leute. So, ich zeige es euch mal gerade. Da ist sie, die WoW-Marke. Eure Tasche ist voll. Wenn die Tasche voll ist, kann ich auch nichts im Shop kaufen. Ja, so ist das im Leben eben. So. Und da ist sie. Kostet im Moment 170.000 Gold. Und dann habe ich 30 Tage Spielzeit. Brauche ich dann also kein Abo abzuschließen. Es ist teurer, die WoW-Marke zu kaufen in Euro und damit das Abo zu machen, als ne, das Abo zu machen. Also nicht WoW-Marke kaufen, damit man ein Abo hat, sondern Abo selber holen. Das kostet nur 14 Euro. So, aber 170.000 Gold haben so manche. Ich habe 72.000 Gold. Mir fehlen also 100.000 Gold. Dann könnte ich mir die holen hier. Zack. Und dann hätte ich 30 Tage Abo. Muss nur noch 100.000 Gold beschaffen. Kann man schaffen. Ja, wenn ich meine ganzen Alchemie-Sachen, meine Erz-Sachen, meine ganzen Materialien, die ich in der Bank habe, verkaufe, dann komme ich bestimmt so auf 50.000, 60.000 Gold. Also noch. Aber ich verkaufe das Zeug halt alles nicht, weil ich es meistens immer horte. Darum gebe ich im Moment das Geld eher für ein Abo aus. Okay, was bist du in Star Trek Online? In Star Trek Online bin ich ein Wissenschaftskapitän, Wissenschafts- oder irgendwas. Also ich bin auf Blau. Aber frag mich jetzt nicht. Das letzte Mal, dass ich das gestartet habe, war jetzt vor 5 Monaten oder so. Also Science, mein Wissenschaftsraumschiff, sieht auch immer sehr viel cooler aus als die anderen. Das hat immer irgendwie sowas mit einer Kuppel oder so. Irgendwie total coole Raumschiffe haben die Wissenschaftler. Ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich bin kein Sicherheitsmann, habe also nicht so ein Turret. Und ich bin auch kein Nahkämpfer. Ich bin also kein Turret und kein Techniker. Ich bin ein Wissenschaftler. So, das sind dann mehr die Heiler und sowas, ne? Okay, jetzt fehlt mir noch da eine Menhire, so eine Steinerei. Was für eine geile Quest. Kleine uralte Menhire zerstören. So eine Steinerei. Das ist doch mal ein lustiges Wortspiel für eine Quest. Habe ich jetzt auch erst gesehen. Darum muss man auch erstmal kommen. So. Ach so, ich bin ein Trill. Also, so wie Jessia Dex von Deep Space Nine, die Würmer im Bauch haben. Und wo der Wurm dann nachher wieder verpflanzt wird und dann im nächsten Wirt weiterlebt. Ich finde diese Klasse total cool. So könnte ich mir auch vorstellen, irgendwann mal einen neuen Charakter zu haben. Da wird mein Wurm verpflanzt und dann bin ich wieder in den nächsten Charakter drin. Also Trills finde ich total cool. Und darum, genau, bin ich ein Trill. Also Vulkanier sind zu langweilig, die sind zu wissenschaftlich, die Klingonen sind zu extrem, die Menschen sind zu
gar nichts. Die Ferengi können auch nichts. Die sind nur Händler und Schurken. Also Trills sind irgendwo die normalste Rasse, finde ich, da in dem ganzen Star Trek-Universum. Außer, dass sie sich halt Würmer einpflanzen. Naja, ist vielleicht auch nicht so normal. Aber das mit dem Würmer einpflanzen fand ich schon in Stargate cool. In Stargate, die Goa'uld, wurden ja auch eingepflanzt und haben dann als Apophis und so weiter diese fliegenden Pyramiden gehabt und haben dann ja auch diese Würmer, da waren es halt dann böse Würmer. Obwohl, wenn man Stargate guckt, gibt es nachher auch gute Würmer. Man muss halt nur die ganzen Staffeln von Stargate durchgucken. Ja, Stargate ist also auch eine sehr geile Serie gewesen. Nur mal so zur Info. Und auch ein guter Film. Davon sollte es auch mal ein Computerspiel geben, sind aber pleite gegangen während der Entwicklungsphase. Hey Festländer, ich weiß, dass ihr eigentlich Menhire umhauen und verirrte Waldläufer rausholen soll, aber habt ihr diese riesige Steinmonster gesehen? Ich glaube, besiegt uralte Schildwache. Okay. Na gut, da hilft mir jetzt einer von diesen Waldläufern, diesen Dornsprecher, auch gegen diesen Chef. Ach, da ist er ja schon. Ach, das geht ja schnell. Na, dann wollen wir mal. So. Genau, weil ich das so cool fand, dass dieser Tier bei Stargate so einen Wurm im Bauch hatte für die Brutzeit, also wo er noch nicht eingepflanzt wird. Und die Trills das auch haben bei Star Trek. Ja, genau deshalb fand ich die Klasse cool. Ich werde mich zurückschleichen und es Birkhein erzählen. Wir sehen uns dort. So, der Chef ist tot. Jetzt fehlt uns nur noch eine große uralte Menhire und dann haben wir es. Ich muss näher ran. Jawohl. Und, ob es mir glaubt oder nicht, hier ist auch Archäologie. Jetzt frage ich mich aber gerade, warum ich nicht... Moment. Ich bin doch im Archäologie... Da bin ich im Archäologiegebiet. Ich muss mal gerade gucken, warum ich es gerade nicht auf die Reihe kriege. Aha, jetzt. Genau. Okay. Ja. Ich habe nur mal gerade geschaut wegen meinem Archäologie-Skill. Ist immer interessant, auch noch ein paar von den Sachen auszugraben. Ich versuche mal ohne Ad. Und? War ja so klar. Geht's natürlich mit. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass wir mal blinde Mobs einbauen in so ein Spiel, aber irgendwie. Das ist zu weit entfernt. Passen die immer gut auf. Mach's gut, Luis. Schön, dass du da warst. Hermann, spielst du denn auch Star Trek Online? Was bist du denn für ein Charakter in Star Trek Online? Für eine Rasse. Okay. Das ist die letzte Quest hier in Golkoval. Danach bin ich mal gespannt, was hier noch passiert. Also ihr seht schon, die ganzen Steine sind das alles hier schuld. So, wer die hier hingestellt hat, kann ich euch nicht genau sagen. Nehmen wir aber eins von den Archäologie-Sachen mit, oder? Tja, das Blöde ist, der zeigt mir noch nicht mal so ein bisschen grob die Richtung an, wo man was ausgraben könnte. Oh Gott. Das ist echt schlecht gerade. Aber ich möchte auch einen Teil von der Alchemie gerade nutzen. Wie dieses Gelbe, den Winterkuss, den möchte ich mir auch mal mitnehmen. Darum, genau, laufen wir gerade hier noch auch ein bisschen für Archäologie und so weiter. Einfach. Multitalent. Multiball. So. Ja, Luis, tut mir leid, zu wenig Witze erzählt, ich weiß. Zu viel fachgesimpelt über irgendwelche Spiele. So. Jetzt sind hier ganz viele. Nee, doch. Ein Winterkuss nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wofür der ist, aber haben ist immer gut. So, was sagt Archäologie? Die sagen jetzt immer noch rot. Was geht denn hier ab? Oh,
Dann schauen wir mal. Also, wenn der jetzt nicht mindestens gelb zeigt, dann will ich einfach die Quest abgeben, weil ich mir das zu doof bin, Alter, auszugraben. Lass mal das Teil hier mitnehmen. So, mal gucken, was wir damit bauen können. Und jetzt Ausgrabung und noch immer rot. Ne, das ist mir zu blöd. Dann gehen wir jetzt. Dann ist jetzt Schluss mit lustig. Quest abgeben, weitermachen. Ja. Oh nee. Das gibt's doch nicht, oder? Hat er das jetzt gesehen? Drei Mobs hauen mich. Einer haut mich wieder aus der Unsichtbarkeit raus und der letzte greift mich dann an. Ist klar. So, aber wir haben es geschafft. Leider fehlt uns jetzt halt der Sternmob, der da war. Und die Archäologie, aber die ist nicht so wichtig. Ja, ich weiß nicht mehr, wie diese Klasse heißt. Ist schon 2 Monate her, aber das sind diese fortgeschrittenen Wesen aus dem Gamma-Sektor. Ah ja, da gibt es auch noch welche, genau. Das sind diese neuen, die man dann auch wählen kann. Der Trill ist ja seit Release schon drin. Den habe ich ja ganz am Anfang gemacht, als Star Trek Online rauskam. Da war es auch noch nicht so gut wie jetzt. Da war die Story noch nicht so gut, da waren die Cutscenes noch nicht so gut, da war weniger Sprachausgabe drin. Also Star Trek Online hat sich auch ein bisschen gemacht. Wir sehen hier nicht viele Reisende. So, Waldläufer retten. Die sind gerettet. Leider vom Item her wieder nichts Gutes dabei. Hoffentlich bleiben diese Monster jetzt liegen. Dieses Land ist verflucht. Abstand halten, Festländer. So eine Steinerei. Danke, dass ihr die Menhire zerstört habt. Das war doch schon mal super. So, jetzt geben wir 6 von den Runenmachtkernen ab. Und ausgezeichnet. Damit können wir das Land, die Leute und die Tiere hier schützen. So, und es sollte mich nicht überraschen, dass Arthur meine Befehle missachtet hat, aber über das Ergebnis kann ich mich kaum beschweren. Danke, dass ihr ihn unterstützt und auf ihn aufgepasst habt. Der hier, dieser Hund hier, der reden kann. Arthur, was habe ich euch zum Thema Hals über Kopf in Dinge hineinstürzen gesagt? Ach nun, kommt schon. Alles ist am Ende gut ausgegangen. Der Fremdling und ich haben das große Felsmonster zur Strecke gebracht und sind noch am Leben. Das ist ein Sieg. Ihr hattet den Befehl, Menhire umzuwerfen. Hey, ich habe Steine umgeworfen. Ein paar sehr wütende Steine. Arthur. Okay, der oberste Dornsprecher. Mein Lehrer Ulfa, der obere Dornsprecher, muss erfahren, was hier vor sich geht. Ich kann hier noch nicht weg. Es gibt zu viele Verwundeten. Bringt den Runenmachtkern zu Ulfa. Gute Wahl. Der Weg in Ulfas Heim kann mitunter etwas gefährlich sein. Arthur trifft unseren Freund am Ende des Pfades. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo der Ulfa wohnt. Ich schmeiße hier gerade noch ein bisschen was weg, was gerade billig ist. Aber man muss jetzt mal gucken, dass man ein bisschen Geld zusammenkriegt, ne? Weil, wie gesagt, 100.000 Gold und ich kriege eine Baumark umsonst. So, wo soll ich hin? Am Ende des Pfades. Da. Der oberste Dornsprecher. Guckt. Ein Glück habe ich das jetzt gemacht. Wir sollen also beide da hoch. Ja, also für beide Quests, für die Hauptstoryline und für diesen Dornsprecher-Kram müssen wir jetzt nach Fallhafen, dann den Weg da hochreiten. Super, gehen wir da zu dem Flugpunkt. Ne, Moment, ich habe einen Bindestein. Zack. Ein Ruhestein. Sehr schnell geht's da durch. Also, ein bisschen Abkürzung muss auch ab und zu mal sein. Vielleicht kann ich da jetzt auch was verkaufen. Theoretisch, Bindestein ist beim Gastwirt. Theoretisch kann ich jetzt mal aufräumen. Ja, sieht gut aus. Der Schweinetrog. Sieht gar nicht wie ein Schweinetrog aus hier. Hier gibt's das Beste vom Besten aus ganz cool Tiras. Ja, und wie soll's anders sein? Toller Gastwirt. Man kann nichts beim Gastwirt verkaufen. Wie krass, oder? Sonst haben die immer ein Bier. Ramschware gibt's hier nicht. So, aber hier geht's. Wunderbar. So, den Wiederbelebungsteil kann man nicht verkaufen. Das hier ist schlechter. Weg damit, weg damit. Die Fische weiß ich noch nicht. So, jetzt werden hier mal die Items verkauft, die Schrott sind. Langsam aber sicher kommen wir zum Ende von dem Gebiet.
Ja, der Streitkolben ist echt nicht schlecht, ne? 325, aber schade, dass ich den nicht anziehen kann. So, auch weg damit. Und... Jo. Jetzt haben wir erstmal wieder was aufgeräumt. Da ist jetzt das Heilteil, der mein liebster Kunde. Seelenfänger. Ich bin noch nicht gestorben, deshalb kann ich gar nicht sagen, ob der mich jetzt wirklich instant retzt. Und genau diesem Weg hier folgen. Jetzt wird spannend. Wir gehen über die Berge auf die andere Seite. Und ich bin mal schwer gespannt, was da ist mit dem Glutorden. Dann kriegen wir endlich vielleicht hier freundlicher Ruf. Wichtige Sache, damit es endlich weitergeht mit der Hauptstoryline. Mit der Kriegskampagne, so nennt sich das ja. Aber dafür müssen wir jetzt mal über die Berge, zu den sieben Zwergen. Die sind tausendmal schöner als ihr. Ah ne, das war Schneewittchen, ne? Nicht die Zwerge. So. Also Stargate wäre auch noch so ein Film, den ich mir im Moment als Remake gut vorstellen könnte. Da würde ich auch noch mal gerne reingehen. Ich meine, wenn die mittlerweile Mary Poppins neu verfilmen und sowas alles oder einen neuen Teil von machen, da könntest du auch von Stargate mal wieder was Neues machen. So, und MLG TV ist da. Ah, ja, genau. Und Mystic Lelek fragt, wie lange machst du heute? Ich mache heute bis noch so 45 Minuten, bis 23 Uhr so rum. Immer 2 Stunden gibt es meinen Stream. Wenn es alles gut klappt. Und Hermann hat meinen Stream sogar weitergeleitet. Sehr nice, Hermann. Dafür ein Like. Aber dir kann ich ja irgendwo ein Like da lassen, oder? Aber immerhin, ne? Fühl dich mal geliked von mir. Seid gegrüßt, Festländer. Gut, dass ihr hier seid. Es sieht leider so aus, als ob unsere Reise nicht sehr einfach werden wird. Das ist diese Tochter des Adeligen, ne? Und da liegt ein toter, zerfleischter Händler. Uiuiui. In letzter Zeit haben die Wachen ihre Patrouille am Hochwegpass wohl vernachlässigt. Die Yetis haben sich hier breit gemacht. Tötet 8 Yetis. Ist gebonkt, kein Thema. Bergungsrechte. Dieser arme Händler wurde von den Yetis angegriffen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Aber es wäre nun wirklich eine Schande, seine Waren diesen Scheusalen zu überlassen. Oh, 50 Kriegsressourcen. Das ist cool. Dann kann ich endlich in der Companion-App wieder meine Leute hier auf Mission schicken. Ich habe so viele verfügbare Missionen und kann keinen wegschicken, weil ich keine Ressourcen habe. Das ist echt doof. So, besorgt die eingewickelten Vorräte, das Fass mit gesalzenem Fisch, das Fass, die gehärtete Schließkasse, ja, oh, alles ja. Mögliche. Folgt dem Champion und tragt die Vorräte, die ihr findet, ja? Ach, guck mal hier, das Pferd kommt mit. Das hört aufs Wort. Ist das nicht nice? Gut, da sind die Yetis, da ist irgendwo die Höhle. Ja, zu dem Dornsprecher gehen wir gleich. Die Gebirgshöhe. Ich habe Höhle gelesen, sorry. Oh, voll der zerfleischte Esel hier. Krass. Apropos zerfleischter Esel. Möchte einer ein bisschen Salami? Nee, ist klar. So. Da ist so ein Yeti. Was? Das sind Yetis? Sind hier auch schon wieder tot. Ich dachte, hier brauchen wir ein paar Yetis zu killen. Und schon geht's wieder rund. Kann ja wohl nicht sein. Alles klar, sagt der WTV. Ich habe kein Ziel. Finde ich auch gut. Wenn alles klar ist. Ich kriege echt viel Damage. Ich müsste echt mal in Dungeons gehen. Und es gibt einen runenverzierten Knochen. Wenn Knochen sprechen könnten, beschafft einen makellosen runenverzierten Knochen von einem erwachten Toten. Offenbar erheben sich die Skelette aus den uralten Ruinen, mit denen das Land übersät ist. Ihre Knochen scheinen mit Runen bedeckt. So. Und schon gibt's die nächste Quest. So kann's gehen. Haben wir also ein bisschen was zu tun. Aber Yetis sehe ich. Doch, da hinten läuft einer. Na, dann nehmen wir uns auch mal so ein paar von den Skeletten vor. Ach, das Pferd hat auch schon ein bisschen von dem Vorrat auf dem Rücken. Das ist wirklich cool. Ich habe ja eine Sache schon gefunden. Und es trägt das auch schon. Das ist ja witzig. Voll interaktiv, oder?
Okay. Dann müsste das jetzt gleich ein Fass auf dem Rücken haben. Versuchen wir das doch jetzt mal hier mit dem Fass. Und? Jawoll. Oh, oh, ich hoffe, ich muss nicht mehr so viel suchen, sonst ist das Ding gleich überladen. Hermann sagt, ich bin gerade der Einzige hier. Und Mystic Lelek sagt, streamst du auch auf Twitch? Ich streame gleichzeitig im Moment auch auf Twitch, ja, richtig. Ich habe so Restream, der macht das gleichzeitig auf mehreren Plattformen. Dann, verstehe ich auch nicht, warum du der Einzige gerade bist, Hermann, aber Mystic Lelek ist zum Beispiel auch da und der MLG TV war auch da und irgendwie ist das immer komisch mit der YouTube-Anzeige. Also eigentlich sind wir mindestens zu dritt. Der Luis war eben auch noch da. Da weiß ich noch nicht, wo der ist. Also manchmal ist die Anzeige ein bisschen komisch bei YouTube. Und auf Twitch gucken dann auch noch parallel welche zu. Also von daher kann man das jetzt nicht genauso sagen, wie viele.